Die Schlüsselblume. Man unterscheidet die echte Schlüsselblume Primula veris von der hohen Schlüsselblume Primula elatior und der stängellosen Schlüsselblume Primula vulgaris. Alle drei sind sich sehr ähnlich und werden von ihren Inhaltsstoffen auch nicht unterschieden. Die Schlüsselblume ist in allen Teilen essbar. Ihre Blätter, der Stängel, die Blüten und die Wurzeln. Jedoch Achtung, manche Menschen entwickeln eine Kontaktallergie auf das enthaltene Primin der Schlüsselblume, welches sich in den Drüsenhaaren der Pflanze besonders an Stängeln und den Blättern verbirgt. In der Volksmedizin finden die Wurzeln und die Blüten Anwendung. Sie wird schleimlösend bei Erkältungskrankheiten eingesetzt. Auch in der Schönheitspflege für Salben, Tinkturen und Ölen ist sie als Hautpflegeprodukt oft zu entdecken. Im Volksglauben soll sich in der Schlüsselblume der Himmelsschlüssel befinden. Der Schlüssel soll das Himmelstor aufsperren, wo sich der Frühling dahinter versteckt, um diesen auf die Erde zu lassen. Rezept für eine Schlüsselblumensalbe. Ein kleines Glas mit getrockneten Schlüsselblumen füllen. 2:1 mit Mandelöl und Nachtkerzenöl mischen und über die Schlüsselblumen leeren, bis die Blüten komplett mit Öl bedeckt sind. 4 Wochen im dunklen Raum ziehen lassen, danach absieben. 30 ml Öl auf 3 Gramm Bienenwachs im Wasserbad zur Salbe rühren. Ich freue mich auf einen Termin bei mir in der Praxis. Oder vielleicht über ein Gefällt mir, ein paar nette Worte von dir oder ein Like. Angela Dangl, Naturkundepraxis, Seerosenweg 40, 2291, Lassie. www.naturkundepraxis.at 0660 342 1782. Gerne erzähle ich dir mehr in meiner Praxis über die Naturkunde, ihre Anwendungsmöglichkeiten für Körper, Geist und Seele.